Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass der HDC HD2 auch ein paar vorerste Nachteile hat zu seinen anderen Geräten. Also ich war heute Morgen erstmal sehr enttäuscht, als ich das Gerät ausgepackt hatte. Und zwar erstmal, die Maße hatten mich schon gewaltig geschockt. Die Maße sind schon echt brutal. Also so ein riesen Handy hatte ich schon lange nicht oder eigentlich noch nie in der Hand. Was auffällt, und zwar zum Vergleich zum, egal zu welchen älteren HDC-Geräten, und zwar hat der HD2 eine Mini-USB-Buchse. Das ist eigentlich noch nirgends angesprochen worden. Ich habe auch erst nach Suchen bei Google nachforschen können, was da genau los ist. Und zwar ist es aufgrund der neuen EU-Norm für Mobilfunkgeräte, hat diese HD2 eine Micro-USB-Buchse. Diese ist nicht mehr kompatibel zu den älteren Geräten. Die hatten alle Mini-USB, mittlerweile Micro-USB. Sozusagen wird eine Umstellung kommen von den ganzen Ladegeräten, Ladeadaptern von Kfz bis hin zu Datenkabel. Vermutlich, nachdem der HD2 dieses nun hat, werden auch folgende HDC-Geräte nur noch mit dieser Buchse ausgestattet werden. Er hat die oft bemängelnde 3,5 mm Klinke als Headset. Hat mich nie gestört bei den älteren Geräten. Ich kam auch super gut mit den Headsets klar, die mitgeliefert wurden. Allerdings gab es auch mehrere Leute, die das bemängelt hatten. Gut. Hat er jetzt diese 3,5 mm Klinke oder hat er sie nicht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja, was gibt's noch zu sagen? Weiterer Nachteil im ersten Moment, die fetten Maße des Geräts. Also man muss sich wirklich, im ersten Moment ist es ein Schock, wenn man das Gerät auspackt. Aber es liegt echt, ich muss sagen, es liegt echt super geil in der Hand. Und so ein iPhone mit dieser glatten Hintergrundoberfläche, überhaupt kein Vergleich, also das Gerät, das ist echt genial. Weiterhin vermisse ich an dem Gerät eine, sozusagen für eine Trageschlaufe, die Halterung. Also es gibt an dem Gerät keine Halterung für die Trageschlaufe. Muss ich sagen, hat meinen älteren Geräten oftmals das Leben gerettet, kurz vor Stürzen, also dass ich die Trageschlaufe noch in der Hand hatte oder dass ich es noch, bevor es nicht in die Jackentasche reingeflutscht ist, irgendwie noch an der Schlaufe hatte. Ich meine, es ist eigentlich schade, dass es nicht bei diesem Gerät da ist. Jetzt mache ich es immer alle drei an, nur mal um zu sehen, wie die Ausmaße des Displays sind. Also man kann schon sehen. Ich muss aber sagen, also jetzt, wo sie so nebeneinander sind, muss ich schon sagen, dass der Vario 5 oder hier dieser Touch Pro 2 schon etwas mag ist von der Hintergrundbeleuchtung. Woher das jetzt genau kommt, vielleicht auch wegen den Energiespareinstellungen, kann ich jetzt nicht genau sagen. Okay. Was gibt's weiterhin? Gut, das Display ist riesig. Vom HD2 800x400 Pixel Auflösung. Also es ist schon ein Stück Gewalt, was sie hier in das Gerät alles reingezimmert haben. Zum Vergleich, Vario 5 hat auch 800x480 Pixel Auflösung. Also von der Auflösung her dasselbe Gerät, allerdings, man sieht, wenn ich die Displays so nebeneinander halte, sind die Geräte schon, ja, man sieht, dass das Display auf jeden Fall wesentlich kleiner ist. Und dazu der HDC Raphael oder Touch Pro. Mit seinen 640x480 Pixeln, also VGA-Auflösung. Macht eigentlich am meisten Sinn. Sehr viel Software ist eigentlich für dieses Gerät sozusagen ausgelegt gewesen.
Was hier beim Vario 5 nicht funktionierte, war zum Beispiel, was ich sehr lange bemängelt hatte, war Navigon. Ging nicht richtig. Ansonsten die Geräte außer der Hardware-Tastatur sehr gleich. Also es gibt kaum mehr Unterschiede außer 3,5 mm Klinke und die Größe von dem Gerät und die Abmaße des Displays. Jo, was kann ich sonst noch sagen? HD2 hat super guten Empfang. Hier, wo mir hier vier Balken angezeigt werden und Edge-Empfang, hatte ich mit dem Vario 5 vielleicht zwei Balken bis ein Balken und mit dem Raphael auch ein bis zwei Balken. Also, trotz dass es ein Stock-ROM ist, muss ich sagen, läuft die Kiste richtig gut. Was gibt es weiterhin? 5 Megapixel-Kamera. HDC hat es endlich geschafft, eine vernünftige Kamera einzubauen. Man kann Bilder machen, der Weißabgleich funktioniert ziemlich schnell und die Bilder sind auch sehr gute Qualität für eine Handykamera. Hat mich heute etwas fasziniert sogar, weil ich es eigentlich seit meinen Universal nicht mehr gewohnt bin, mit einem HDC-Gerät vernünftige Bilder zu schießen. Ne? Also die Kamera ist super geil. Videos auch sehr flüssig, dank des Snapdragon und der Grafikbeschleunigung. Der Sound, der Sound vom Backspeaker fand ich trotzdem sehr blechern, wie er auch schon oft bemängelt wurde in diversen Foren. Fand ich fast Raphael und also zu den anderen beiden Geräten, es ist kaum ein Unterschied von dem Sound her. Allerdings muss man dazu sagen, was will man mehr bei so einem flachen Gerät? Da ist sicherlich nicht sehr viel drin von den Soundausmaßen. Also. Was soll HDC da groß noch machen an Soundverbesserungen? Ne? Dafür gibt es dann eine Klinke oder Mikro, Mini, USB, keine Ahnung, wer weiß. Einzuschalten gingen die alten Geräte an der Oberfläche, an der Oberseite. Da gab es hier einen Punkt. Zack. Und hier ein aus. Wobei, bei dem Gerät hier der obere Einschalter wesentlich schöner zu erreichen und wesentlich besser vor der Haptik erfüllbar ist, ob das Gerät jetzt ein oder aus ist. Also das kann man hier bei dem Gerät überhaupt nicht feststellen. Die Haptik des Ein- und Ausschalters ist grottig. Also der Vario 5 ist meiner Meinung nach ein Rückschritt. Ich kann es nicht anders beziffern. HD2, Oberseite, nichts. Es gibt einfach nichts. Seite, rechte Seite auch nichts. Linke Seite, up, down, volume up, volume down. Unterseite die Anschlüsse, Konnektoren. Und die Front, Hardware-Buttons. Hardware-Buttons, wohlgemerkt. Einmal anrufen. Die Home-Taste, die Windows-Taste fürs Windows-Startmenü. Die Zurücktaste und die Off-Taste bzw. Auflegen-Taste. Mit der Auflegen-Taste abermals drücken, kommt wieder der Screen. Geht er wieder aus. Also ich habe an den Flanken des Geräts keine Hardware-Tasten mehr. Nur noch auf der direkten Oberfläche. Finde ich eigentlich nicht schlecht gewählt. Muss ich sagen, super gut gemacht, HDC. So, jetzt noch zum kleinen Statement zum Schluss. Also, ich habe heute früh noch mit mir gerungen, ob ich in Raphael behalte oder in HDC Leo. Aber so wie momentan die Karten stehen, wird der HDC HD2 momentan mein Hauptgerät werden. Aufgrund der Glasoberfläche, hier noch Plexi oder Kunststoff, aufgrund der Glasoberfläche, die kratzfest ist, brutal kratzfest ist. Also werde ich das Gerät auch super schön mit mir benutzen können, also im alltäglichen Bedarf benutzen können. So, Jungs, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Es war mein erster Blog. Entschuldigt die Fehler und das Stottern.